So, liebe Leute, wir sind friedfertig. Ich meine, ich bin's, absolut. Und das Friedfertige, das kann manchmal auch falsch ausgelegt werden oder so. Guckt euch mal an, wie Jens gerade dasteht. Wirklich friedfertig. Könnte man auch so dastehen, wie so ein Pastor. Du kannst so dastehen, du kannst so dastehen. Mhm. Du kannst aber auch so dastehen. Mhm. Weil ich will ja keinen Stress haben. Und ja. Wenn ein Aggressor, der schon eine Kampfhaltung einnimmt, mir gegenübersteht oder sein Äußeres aggressiv ist, ist natürlich schon so eine Sache, wo ich sage, Moment mal, wir haben Beteiligte vielleicht in einem Streit und dann kann man sagen, hallo, ich will keinen Stress. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich der Unterlegene bin, sondern wenn dieser Aggressor hier vor mir steht und was auch immer machen will, ja, schubsen oder schlagen oder irgendwas, ich bin hier und bin schon in einer Position und ich darf aus dem Weg schaffen. Und das machen wir bitte nochmal ganz lang. Genau. Und dann zeigen wir den Griff euch nochmal richtig ganz nah. Also, das heißt, ich möchte keinen Stress. Ich will keinen Stress. Ja. Ne? Hier steht noch so einer, der will auch keinen Stress. Genau, und, aber du hast so eine Kampfposition, wo ich dann denke, okay, jetzt. Meinetwegen noch eine Fäuste. Genau, genau so. Und dann bin ich hier am Arm und kann ihn aus dem Gleichgewicht bringen, dass er weggeht. Und ich kann das Weite suchen, ohne dass ich jetzt aggressiv war oder sonst irgendwas, sondern ich habe ihn geschockt. Jetzt die andere Seite, damit vielleicht sieht man, ja, aber damit man vielleicht besser rein. Also wieder hier, ich bin wieder hier, ich nehme den Arm und bin weg. Leute, ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, Jens hat vorhin, vor dem Video, dermaßen an mir gerissen, da dachte ich, oh, wo bin ich denn jetzt? Das ist eine typische hypnotische Technik, schnelle Hypnose, daher kommt das auch. Okay, lassen wir uns bei dieser kurzen Szene wieder, danke.